whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute nähere ich mich ein zweites Mal einer Ikone des schottischen Single Malt Whiskys, und zwar dem Glenmorangie 10 Jahre. The Original. Ja, und warum einer Ikone? Nun, es ist der meistverkaufte Single Malt Whisky in Schottland. Das heißt, die Schotten, die so für den Single Malt Whisky stehen und so viel davon produzieren, lieben diesen Single Malt Whisky am meisten. Woran kann es liegen? Vielleicht liegt es an dem besonders milden Geschmack, der durch die ganz besonders hohen Brennblasen, die sind mit 6 Metern fast die höchsten in Schottland. Und in diesen hohen Brennblasen teilt sich der Alkohol von den Fuselölen besonders gut. Und das macht einen sehr, sehr weichen Whisky. Und zum Zweiten kann es auch sein, dass hier amerikanische Weißeichenfässer, in denen zuvor Bourbon lag, zur Reifung verwendet werden. Und die fallen nun auch normalerweise sehr mild aus und geben nicht so einen starken, würzigen Geschmack ab wie die europäischen Eichenfässer aus den Sherryfässern. Ja, also wahrscheinlich ist es die Milde und die Weichheit und dazu noch ein Charakter. Man beschreibt ihn als blumig frisch. Und wenn man hinten auf die Verpackung drauf schaut, da sagen sie dann perfekte Balance. Einmal über diese amerikanischen Weißeichenfässer, von denen ich gerade gesprochen hatte. Die sind halt besonders langsam gewachsen mit diesen Eichen und wurden dann also luftgetrocknet und nicht maschinell getrocknet. Ja. Und dann natürlich die Reifung in den steinernen Lagerhäusern. Da gibt es mittlerweile auch ganz neue, die so aus Blech sind. Oder sagen wir mal, eine Stahlstruktur mit Blech beplankt. Nein, die haben also noch Steinlagerhäuser. Und da geht die Temperatur nicht so rauf und runter. Im Sommer so rauf und im Winter so runter, weil die Steine da einen gewissen ausgleichenden Effekt haben. Ja, und die Boden sind also nicht betoniert, sondern die sind gestampfte Erde. Und da gibt es also ein bisschen mehr Feuchtigkeit drin. Und das sorgt dann dafür, dass die Luftfeuchtigkeit in den Lagerhäusern etwas höher ist. Ja. Süße Komplexität. Ah ja, und hier schreiben sie dann eine leichte Honigsüße, Honeyed Sweetness, mit leichter Zitrusfrucht. Und das sagt man den Malt Whiskys aus den schottischen Highlands besonders nach, dass wir hier also eine Zitrusfruchtnote immer dabei haben. Und dazu Vanille und Mandeln. Tja, und dann schreiben sie dazu, ein berühmter französischer Parfümhersteller hat nicht weniger als 26 unterschiedliche Aromen in diesem Glenmorangie The Original gefunden. Mit Schema. So, was gibt es noch zu sagen? Ach ja, vom Glenmorangie habe ich schon eine ganze Menge Single Malt Whiskys probiert. Die blende ich Ihnen dann nacheinander hier als einzelne Videos ein. Und ich habe auch diesen 10-jährigen The Original probiert, und zwar in der Vorstellung der allgemeinen gesamten Range von Glenmorangie, und das blende ich Ihnen dann auch noch dazu ein. Da ist aber sehr, sehr kurz weggekommen, und darum drehe ich dieses Video jetzt ein zweites Mal, sonst kommt er mir einfach im Vergleich zu den anderen Single Malt Whiskys, die ich hier per Video vorgestellt habe, einfach zu kurz. Was gibt es besonders dazu zu sagen? Früher gab es diverse Single Malt Whiskys von Glenmorangie, die ohne Altersangabe abgefüllt wurden. Heute ist es eigentlich so, dass so gut wie alle Single Malt Whiskys von Glenmorangie mindestens 10 bzw. dann 12 Jahre alt haben, wenn sie nachgereift sind. Die typischen 10 Jahre, die dieser The Original lagert, plus dann eine Nachreifungszeit, die dann meistens auf 12 Jahre kommt. Und das fand ich eine sehr bedeutende Aktion von Glenmorangie. Und das ist passiert ungefähr um das Jahr, ein geklebter Korken aus kleinen Korkbröckchen. Ganz ein weniger anfällig gegen diese Korkschmecker. Ja, und ums Jahr 2000 hat Glenmorangie aufgehört, Malt Whiskys an Blender zu verkaufen.
Das war damals ein ganz großer Akt. Und damit haben sie es nun geschafft, jetzt schreiben wir das Jahr 2012, dass sie jetzt ausreichend viel Single Malt Whiskys aus ihren Lagerhäusern gereift mit 10 und 12 Jahren Alter bieten können, dass sie hier nachhaltig die nachgereiften, aber auch diesen 10-jährigen anbieten können. Das war damals ein sehr weiser Schritt, der allerdings erstmal in einem Rückgang des Umsatzes und eine Schwierigkeit, sagen wir mal, doch die Gewinne zu erzielen, die man als Industrieunternehmen erzielen muss, um sich weiterzuentwickeln, bringen muss. Hat aber am Ende der Brennerei nicht geschadet, sondern sie eigentlich zu neuen Höhen befähigt. So, dann riechen wir mal dran. Ja, für mich ist die Zitrusfrucht sehr, sehr dominant am Anfang, den man den nördlichen Highlands so nachsagt. Und da mischt sich dann gleich so etwas Kühlendes hinein, wie eine Minze. Und eine ganze Menge Frucht. Und erst viel, viel später kommt dann die Vanille, die ist aber sehr, sehr zurückgedrängt. Und dann kommt ein viel, viel komplexeres Fruchtaroma. Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Mandarinen. Wir haben es also nicht mit so einer sauren Zitrusfrucht, sondern mehr mit einer süßen Zitrusfrucht zu tun. Und da kommt dann wahrscheinlich auch die Honey Sweetness, die die Brennerei selber auf ihren Single Malt Whisky hinten drauf schreibt, her. Ja, sehr mild, sehr weich, sehr fein. Sehr angenehm, nicht kompliziert. Tja, und dann probieren wir auch schon. Ja, überraschend Alkohol, auch wenn diese Flasche nur 40 Volumenprozente hat. Überraschend Alkohol. Gewisser Antritt, ja, dann weicht der Alkohol zurück und jetzt kommt die Eiche, deutliche Eiche, würzige Eiche, also so mild und weich, wie sie dem da andichten auf dem Etikett oder hinten auf der Rückseite der Umverpackung, das ist er nicht. Ja, und jetzt kommen die Würze etwas stärker raus, so etwas Eiche, Muskatnuss, Kokos und dann auch die Mandeln. Jetzt nicht die Bittermandeln, die man so vom Kuchenbacken als Tröpfchen kennt, nein, sondern so süße Mandeln. Schön. Und mit diesem Geschmack auf der Zunge, mit dieser würzigen Eiche, zieht jetzt die Vanillenote immer stärker. Ja, ein toller Single Malt, der, obwohl er erst 10 Jahre alt ist, doch deutliche Komplexität und deutliches Volumen von den Eichenfässern aufweist und der so mild, wie ich ihn am Anfang angetitelt habe, mir nun heute nicht geschmeckt hat. Der war mir sehr ausdrucksstark, sehr komplex, sehr kräftig, eichentönig. Also da war schon was dahinter. Ja, ich freue mich, wenn Sie bei uns im Shopsystem nach dieser Flasche suchen. Wir haben sie meistens vorrätig. Ja, und ich freue mich auch, wenn Sie hier wieder einschalten. Herzlichen Dank.